Hey, Guillermo, you finally decided to visit the hospital, huh? Hi und herzlich willkommen zu einem neuen beziehungsweise ja wieder etwas älterem Horrorspielchen. Wir sind hier bei Allison's Diary Rebirth. Warum Rebirth, habe ich mich am Anfang auch gefragt. Ich habe dann ausnahmsweise mal nachgeguckt, wenn mir irgendwie sowas scheint von wegen, naja, ist das vielleicht dann doch schon ein bisschen älter. Zumindest bei der PlayStation ist ja immer so, dass die Spiele meistens relativ spät dann auch mal dafür rauskommen. Hat aber mit Sicherheit auch seine Gründe. Und ich glaube zu wissen, ja, es gibt hiervon auch noch Vorgängerteile wegen dem Rebirth. Müssten es, glaube ich, drei sein. Das Ding ist bloß, die gibt es alle nur in VR. So wie ich das gesehen habe, man kann auch einen Bundle kaufen. Da hast du aber einzelne Teile davon. Alles nur in VR. Und das ist halt der einzigste, den man auch dann so spielen kann. Und eigentlich, es sah ganz cool aus. Zumindest das, was ich so gesehen hatte. Auch so von den Effekten her oder wie die Stimmung sein könnte. Aber da ich leider nur PSVR habe, ist das ein bisschen schwierig und das ist das Einzige, was es da halt gibt. Naja, wie gesagt, die ganze Geschichte ist relativ, naja, neu, zumindest bei der PlayStation rausgekommen. Lol, das Licht reicht ja auch richtig lange. Ist aber, glaube ich, schon seit 2018 oder so draußen und es ist arschdunkel. Das Ding ist, ich habe das eigentlich mal versucht, also man kann es so spielen, wenn man im dunklen Raum ist. Das ist wunderbar, da wirkt das, glaube ich, auch ganz gut. Was ist mit der Taschenlampe jetzt los? Ist die Taschenlampe jetzt schon im Arsch? Ich sehe ja gar nichts. Lol. Was wollte ich sagen? Vergessen. Toll. Auf jeden Fall, wir sind hier, glaube ich, in einer Irrenheilanstalt oder in einer ehemaligen, wo zumindest, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ein 9-jähriges Mädchen gestorben ist oder so. Oder ihre Eltern umgebracht hat, irgendwie so in die Richtung. Das Ding ist, wir müssen halt erstmal auch reinkommen, bloß ohne Licht. Man hört, ich kann es nicht anmachen. Ich kann jetzt bloß nach dem gehen, was ich hier sehe, und das ist nicht wirklich viel. Was ein bisschen scheiße ist, also vielleicht müsste ich nochmal neu starten, damit wir wenigstens den normalen Schein der Taschenlampe haben. Ich wüsste auch nicht, dass ich Batterien irgendwie bräuchte, weil das ist Alter. Das ist. Ich werde es natürlich in der Nachbearbeitung nochmal in Gamma ordentlich hochhauen. Hatte ich jetzt zum Beispiel bei Amnesia auch gehabt, aber ganz ehrlich, ich sehe gar nicht, wie ich hier ins Objekt reinkomme. Jetzt sehe ich einigermaßen das Objekt. Ihr hoffentlich auch. Aber die Fronttür war schon mal verschlossen gewesen. Was mir aber auf den Sack geht, ist halt wirklich, dass ich keine Dings habe. Na? Oder pass auf, wir können es ja mal so machen. Ich gehe mal zurück zum Hauptmenü. Ist jetzt ein bisschen beschissener Start, aber was willst du machen? Und ich bin ja auch faul, ne? Einfach mal zur Geschichte, dann können wir es genauer sehen. So, 1956 starb ein 9-jähriges Kind in der psychischen Klinik von Santa Beneta Martire. Sie hieß Allison. Allison hat zu Lebzeiten ein persönliches Tagebuch geschrieben, das die Wahrheit darüber enthalten soll, wie sie ihre Eltern getötet hat und über das gruselige Leben im Krankenhaus. Das Tagebuch wurde nie gefunden. Das wird also unsere Aufgabe sein. Ne? Einige Jahre später wurde das Krankenhaus geschlossen und zu einem schrecklichen, gottverlassenen Ort. Sie sind Giuliamo Carta, ein unerschrockener Reporter, der daran interessiert ist, Allisons Tagebuch zu finden und seine verborgenen Geheimnisse preiszugeben. Das ist sehr schön, wie man vielleicht auch hier schon sieht. Die Portierung könnte ein bisschen, naja, komisch sein. Außerdem das, was man so, ich mach mal neu, was man so an Übersetzung gesehen hat, könnte lustig werden. Das hatte ich ja, zumindest wo ich das aufnehme, habe ich gestern noch Home Sweet Home gespielt gehabt im Stream. So, jetzt haben wir auch wenigstens einigermaßen wieder Licht. Ja. Mal gucken, wie lang es reicht. Das ist zum Beispiel bei Home Sweet Home auch so lustig. Ach, guck mal, hier können wir ja schon rein. Hätte ich zum Beispiel jetzt nie gefunden, falls wir rein können. Können wir nicht. Vielleicht müssen wir auch erstmal einen Schlüssel finden. Ich glaube, Inventar oder sowas haben wir gar nicht. Oder? Nee. Weil ich dachte, am Anfang wird es so wie bei vielen verschiedenen sein, man hat erstmal eine Art Tutorial. Ich hoffe aber wirklich, dass die Taschenlampe hier nicht gleich wieder in den nächsten 5 Sekunden ausgeht. Das wäre halt ein bisschen scheiße. Dann muss ich mir halt wirklich ein anderes Spiel suchen, weil dann ist es ja... Aua! Schmeißt da einfach einer mit was.
wer es halb und spielbar. Ach, gucke mal. Okay. Wir haben Gott sei Dank den Stromkasten gefunden, der mir rein gar nichts bringt. Und die scheiß Taschenlampe ist auch schon wieder aus. Kann ich mal wählen, ob ich die an- oder ausmache. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die ganze Geschichte, wenn man denn Licht hat, in VR doch ganz gut kommen könnte. Ah. Ist jetzt hier offen? Nee, ne? Hä, jetzt macht das Licht wieder an. Also ich sag mal so, seltsam werden. Vielleicht auch zum Zugucken. Bewertungen waren nicht allzu gut. Achten Sie auf die Taschenlampenanzeige. Wenn sie rot wird, suchen Sie besser nach Batterien. Okay, ja, das ist ja so eine Geschichte, gerade wenn ich ein bisschen bloß rumgucken will oder so. Ich weiß, wir werden paranormale Aktivitäten, glaube ich, haben. Wie, darf ich mich bewegen? Guillermo, are you okay? Did you get in? Ja. Wir werden paranormale Aktivitäten haben, aber inwieweit die gefährlich werden können, weiß ich nicht. Problem ist bloß, da wir ja Batterien sammeln müssen, und das finde ich eigentlich meistens ein bisschen scheiße bei Orten. Ja, bei Orten, wo ich eigentlich mehr so ein bisschen exploren möchte, dass man halt die ganze Zeit darauf achten muss. Vielleicht habe ich auch Glück, viele Spiele sind dann auch so gemacht, dass man doch relativ viel findet, ne? Kann auch sein, dass wenn man das auf leicht spielt, auch mehr findet. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Nett. Aber ich will ja eigentlich eher das Tagebuch finden. Es kann natürlich auch so sein, da die ja drei VR-Versionen davon gebracht haben oder drei Teile, kann das natürlich auch sein, dass wir jetzt hier eigentlich alle VR-Versionen zusammenspielen. Hier kann ich nicht durch. Ich würde halt auch gerne erstmal Batterien finden, um ehrlich zu sein. Hä? Aufzug kann ich ja auch nicht benutzen. Ah. Und dass man halt erstmal, Quatsch. Also, dass die alle VR-Versionen zusammengeklüppelt haben und das nochmal so gesehen im Bundle rausbringen. Ja. Oh, okay, das ist so ähnlich wie bei Phasmophobia. Wenn irgendein Viech da ist, fängt unser Licht an rumzuspinnen. Ich meine, man kann das auch bündeln, damit man besser sieht, aber ihr habt ja gesehen, was da mit der Taschenlampe passiert. Man ist halt sehr schnell am Arsche. Okay, wir haben jetzt zwar einen Leichnam. Ich hätte ja gedacht, dass man das Tuch wegnehmen kann. Hier haben wir noch einen Leichnam. Nein, Alter. Ich wollte ein bisschen mit der Steuerung rumprobieren, was man überhaupt machen kann. Ist nicht wirklich viel. Also man kann bloß laufen oder schnell rennen, da schnappt man einen aus und das war's eigentlich schon. Und zurück zum Hauptmenü anscheinend. Game over? Drücke und halte die R1-Taste, um die Objekte zu beleuchten und zu überleben. Pass auf, immer. Okay, wir sitzen jetzt drinnen. Guillermo, are you okay? Ja, ist alles gut. Ja. Okay. Ich meine, das Gute ist, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, wie die Speicherpunkte gesetzt sind. Ich hoffe, relativ eng beieinander. Denn wenn du ständig stirbst, ist halt scheiße. Aber ist auch schön, dass das Spiel immer sagt, dass man hier auch... naja, man kann halt auch sterben. Beziehungsweise eben das mal vorher sagen könnte. Das hat so ganz leicht... Leider nicht so gut, aber ganz leicht was von Phasmophobia, so gefühlsmäßig. Konnte ich hier nicht irgendwo nach abbiegen? Achso, stimmt ja. Wir haben ja erstmal hier das Leichentuch. Also ich denke mal, die wollten schon alles auf Atmosphäre und so setzen.
Weißt du, ich wollte ja eigentlich bloß was Kurzes spielen, mal so zur Überbrückung, weil es ja eigentlich noch ein anderes Spiel gab, was schon längst hätte raus sein sollen, aber immer wieder verschoben wurde. Was an sich nicht unbedingt schlecht ist, weil wenn der Entwickler ist, glaube ich, ist halt auch bloß ein Indie-Entwickler, wenn der keine Zeit hat, das vernünftig zu machen, beziehungsweise das noch nicht komplett Guillermo, fertig are you ist, okay? bin Did you ich get it? eh ein Fan davon, dann eher lieber zu warten, als eine ungereifte Kacke rausgeballert zu bekommen. Zumindest hatte ich das bei, ich will da nicht unbedingt ranten, aber bei Remothered Broken Porcelain eher das Gefühl, die haben das sogar noch eine Woche früher rausgehauen, scheinen aber ihr eigenes Spiel nicht wirklich mal komplett durchgespielt zu haben, dann hätten die mal, wäre denen mal aufgefallen, wie viele Bugs das Ding noch hat. So, wir haben schönes Geflaggere. Ich dachte halt, dass das Viech würde immer aus ein und derselben Richtung kommen. So, das Ding geht auf. Oder ich bin bloß anders gegangen. Ich konnte ja bloß hier lang gehen. Ich meine, wenn ich sehe, ist ja kein Problem. Ich könnte das dann gerne mal bekämpfen. Okay, ich habe Batterien. Okay, es geht halt auch so weg. Und jetzt war es auch hinter mir. Kann doch sein, dass das noch ist nach dem Prinzip so. Wie hieß es? Affected the Manor, glaube ich, hieß es. Reines Jumpscare-Spiel. Dass das halt so ist. Okay, wir sliden rein. Und. Hey, are you okay? What the fuck was that? You need to get out there now. Ja, war halt Mutti wieder, ne? Was willst du machen? Dass die sich damit nicht aber Zeit lassen können. Erstmal schöne Atmosphäre aufbauen, vielleicht immer bloß ein bisschen mit Geräuschen und so arbeiten. Und dann vielleicht mal so ein Ding. Ich finde Jumpscares in Spielen an sich nicht so schlecht, weil gerade wenn es dann vielleicht ein bisschen ruhiger und sowas wird. Aber erst über die Zeit, ne? Das mal mit einzubauen, um wieder wach zu werden. Beziehungsweise dann wirkt es für mich auch vernünftiger. Aber ich nehme jetzt hier gerade mal eine Viertelstunde auf. Nicht mal. Okay. Okay. Das Doofe ist natürlich, wenn du sowas wie Visage in letzter Zeit gespielt hast, was eines der top-atmosphärischen Horror-Games ist, ist das vielleicht ein bisschen fies gegenüber dem Spiel, ich weiß es nicht, aber ich könnte ja da mal sagen, wie ihr es findet. Weil ich hab ein bisschen das Gefühl, also ich weiß nicht, wie lang das Ganze geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das doch sehr kurzweilig sein wird. Aber keine Sorge. In Sachen Horror bin ich meistens gut ausgestattet. Die R1-Taste habe ich gedrückt, du Plinz! Drück und halt. Ich bin übrigens nicht davon ausgegangen, dass es eventuell bloß ein Folgending wird, wie so ein Let's Test. Das hatte ich ja bei einigen Sachen schon gehabt. Wie Dollhouse oder. Wo bin ich denn jetzt wieder? Nein, ich bin schon wieder hier? Guillermo, are you okay? Did you get in? Oh. Oder? Nee. Hä? Moment. Ich bin drin. Och, lull. Ey, jetzt muss ich das nochmal machen. Okay, dann würde ich sagen, in der ersten Folge, jo, können wir das ja so machen. Man kommt aber nicht wirklich weit. Das ist ein bisschen scheiße. Also. Ich meine, ich verstehe die Idee dahinter und alles. Warte mal, ich habe den Fernseher vergessen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man hier alle. Komme ich da überhaupt hin? Wenn man hier alle Jumpscares irgendwie mitnimmt? Weiß ich nicht. Aber ich dachte wenigstens nach dem Fahrstuhl hätten sie vielleicht einen Save Point gesetzt.
Jo, ist weg. Batterie nehmen wir mit. Es war aber halt wirklich kacke. Ich habe die Taste gedrückt und auch gehalten. Deswegen weiß nicht. So, wir gucken uns nochmal Mutti an. Mutti kommt aus der Ecke hier. Ich kann es auch verstehen. Ja, kann ich mal. Okay, wir warten. Ich meine, man soll ja nicht so früh. Hey, are you okay? What the fuck was that? Urteilen, ne? You need to get out there now. Sag ich ja auch selber immer. Ich habe aber das Gefühl, das wird in dem kompletten Spiel nicht großartig irgendwie anders werden von dem, was wir jetzt sehen. Und ich gebe mir meistens auf Bewertungen eigentlich relativ großen Fick. Ich habe mir auch schon mal extra welche geholt, die wirklich negativ sind. Wo sich dann rausgestellt hat, was wir zum Beispiel auch im Stream hatten, die sind eigentlich ganz okay gewesen. So, jetzt kommt der Ofen wieder. Der Ofen darf auch gerne wieder ausgehen. Es wäre halt schade, wenn die halt das darauf ausgelegt hätten, okay, du musst das mehr oder weniger in VR spielen, damit das auch richtig wirkt. Das wäre ein bisschen doof. Okay, hier waren wir. Hier ging es runter und hier bin ich gestorben, ne? Weil wenn das nicht funktioniert, dass ich den aufhalten kann... Kann ich mich hier drin... Ne, verstecken kann ich mich nicht. Wir haben ein... Kann ich mir die auch irgendwie durchlesen? Ich kann bloß ins Menü. Nein, nicht ins Menü. Nee. Ich habe halt kein... Ich versuche gerade, weil das ist ja das, was mich eigentlich interessiert, die Geschichte auch dahinter. Weil ansonsten wäre es halt bloß mehr oder weniger wie Slenderman, die 8 Seiten... Alter, Spiel, willst du mich verarschen? Um die Objekte zu beleuchten und zu überleben. Ja, da steht halt die Objekte. Ja, jetzt fangen wir wieder von hier an. Also es kann wirklich sein, dass das bloß... Guillermo, are you okay? Did you get in? Ja, hätte ich zwar nicht gedacht, ich hätte jetzt... Mann, nicht gedacht, dass ich so schnell wieder bloß so ein Testing mache. Die ja eigentlich mehr oder weniger für die Streams da sind. Falls halt das irgendeiner nochmal ganz gerne sehen möchte, ne? Also, oder Interesse hat. Das war zum Beispiel bei Dollhouse so gewesen. Das war anfangs okay, hat dann aber leider nicht mehr so viel geboten. Oder ich hatte noch so ein kleines Indie-Ding, wo ich dann selber leider nicht weitergekommen bin. Was ein bisschen doof war. Wo mir der Name jetzt ehrlich gesagt auch nicht einfällt. Wo ich schon Interesse hatte, das mal noch weiterzumachen, weil das so ein bisschen Crime-Scene-mäßig noch aufgebaut ist. Du kannst es beleuchten, wie du es willst. Ich mache jetzt übrigens auch bloß weiter. Bei mir sind jetzt zum Beispiel 20 Minuten um. Einfach bloß, weil ich am Anfang, glaube ich, schon 5, 6 Minuten verdattelt habe, wegen dem scheiß Licht. Und ich bin gerade falsch gelaufen. Okay, lassen wir es noch ein oder zweimal machen. Wenn ich dann nicht vernünftig weiterkomme, dann werde ich halt wirklich bloß ein... Naja, kein Let's Play draus machen, sondern bloß... Are you okay? Ein Let's Did Test. Und wo ich mich gerade ein bisschen ärgere, ich habe mir gedacht, okay, ja, gut, Bewertung relativ schlecht, aber es ist relativ neu, zumindest für die PlayStation. Ich guck mir das im Vorfeld ja alles nie an, wie das ist. Es sah zum Beispiel von den Bildern her aus und dass das schon schön atmosphärisch vielleicht sein könnte, richtig gut aus. Oder, ja, doch relativ gut aus. Aber wenn da halt, naja, eher so nervig ist, geht's ja eigentlich noch. Ich habe eher das Problem, dass ich im Let's Play halt auch was gerne zeigen würde wollen. Ein bisschen mehr wie bloß ihn und denselben Gang. Warte, einfach wieder geradeaus weiterlaufen. Ich weiß auch nicht, ob er die Batterien selbstständig wechselt. Weil ich finde es halt kacke,
dass selbst wenn ich da drauf halte, ich weiß nicht, ob ich da drauf gedrückt halten muss oder ob ich mich da trotzdem wegbewegen sollte oder ob das überhaupt funktioniert. Das ist ja manchmal das Problem von der Portierung von PC Games auf PlayStation. Hatte ich bei irgendeinem anderen Indie-Projekt auch, grüß dich Woody, bei irgendeinem Hey, are anderen you okay? Indie-Projekt auch What the fuck gehabt, was that? dass Give da, me und da hat mir selbst Zelda, der Entwickler now! das Video geschrieben, was ich schon mal cool fand, ne? Dass die Portierung halt eine andere Firma übernommen hat und deshalb da ein paar Sachen, das war keine Game-Breaking-Geschichten, aber das ist halt trotzdem deshalb nicht so nice lief, wie es eigentlich sein sollte. Wo man aber trotzdem sehen kann, ich glaube von Wiz Games war das gewesen, dass die auch wenigstens bei kleineren Sachen reingucken, um da aktuell zu bleiben, beziehungsweise um zu schauen, wenn es da irgendwelche Fehler bei was gibt, ja, um das vielleicht zu korrigieren. Das finde ich nice. So, Licht wieder an. Okay. Oder ich sag mal so, dem hätte man ja auch umgehen können. Dass sich das nervig anfühlt, indem man einfach mehr Speicherpunkte setzt. Wenn das schon automatisch speichert. So, ich muss mal gucken, ob ich jetzt die Text. Okay, die Textseite muss ich eh nochmal mitnehmen. Da war nichts. Leute, ich kann mich nicht bewegen. Mich nervt es gerade ehrlich gesagt so ein bisschen. Also ich will dann auf jeden Fall nochmal im Menü nachgucken, ob die Seite dann irgendwie gespeichert wurde. Ich würde das jetzt noch einmal machen, dann lasse ich es bei dem Test. Guillermo, are you okay? Und dann Did wird you das halt get zu den Spielen dazugehören, die ich mal anprobieren, die ich mal probieren wollte. Und wenn halt Bedarf besteht, dass ich mich, keine Ahnung, aufrege oder das halt für den einen oder anderen doch interessant ist und der ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr Geduld dabei hat, dass wir das im Stream dann nochmal spielen. Kann auch sein, dass ein paar Spiele, dass ich die irgendwann mal nochmal raushole oder nochmal runterlade und das jetzt einfach so im Stream nochmal mache. Weil bei den meisten hasse ich es eigentlich, wenn ich das nicht fertig spiele. Ne, ich meine, ich habe selbst Agony damals noch durchgeballert, obwohl es mich zu Tode genervt hat. Deswegen, ja, würde ich das hier gern schon. Ich würde halt weiterkommen wie eigentlich bloß 10 Minuten im Spiel. Insgesamt. Ich glaube, viel mehr haben wir nicht. Oder viel mehr habe ich nicht geschafft. Aber na gut. Weil gerade ist so, ja. Mich kotzt das halt so ein bisschen an. Ich glaube, das glaube ich nicht mal zum Angebotspreis geholt. Juckt mich bei den meisten Spielen nicht, zum Beispiel bei Home Sweet Home ist auch schon älter, habe ich auch für 30 Euro gekauft Hey, und are war you dann in okay? einem Stream What the abend fuck weg was gewesen that? auf einmal, also was heißt weg Give me gewesen, Zelda, durchgespielt. now! Das ist aber ein Spiel, was auch indie-mäßig ist, aber was trotzdem recht gut ist eigentlich. Problem hatte ich bloß, ich habe es vorher schon gesehen gehabt, aber da war das Feeling dann nicht mehr so da, es war aber trotzdem immer noch ein vernünftiges Horrorspielchen. Deswegen da will ich mich gar nicht mal so beschweren, geldmäßig, ne? Aber ich glaube, das ist halt normal, wenn du erst so am Überlegen bist, naja, holst du es nicht oder so. Und dann ist es halt eher. Mäh. Also es hat, glaube ich, auch plus 12, 13 Euro gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mehr war es, glaube ich, nicht. Aber nervig ist halt trotzdem. Gerade wenn man normalerweise viel im Sale kauft. Ich habe mir jetzt wieder über Black Friday Woche übelst viel gekauft gehabt. Wo ich mir nicht mal sicher bin, ob ich das mal alles spielen werde. Gut, ich will jetzt trotzdem die Page. Ich finde es halt blöd zum Beispiel, dass ich die auch nicht lesen darf. Das ist vielleicht auch so der Knackpunkt. Und dass man hier zum Fick sich nicht wehren kann. Aha, das ist ja noch beschissen. Also eigentlich ist es gut. Eigentlich finde ich es gut, wenn man hier jetzt noch ein bisschen
rumsuchen kann. Auch, naja gut, hier in Schränken, der fällt ja auseinander. Oder in Boxen, weil die Box hatte ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Das ist ja eigentlich alles ganz supi. Ne, gerade wenn man so gerne Sammelsachen macht, wie ich das mache, mag. Aber wenn wir jetzt hier wieder in dem... Ich kann ihn halt beleuchten, wie ich Bock habe. Ne? Das bringt halt einen Scheiß. Man muss da halt wirklich so durchkommen und hoffen, dass man einen vernünftigen Speicherpunkt findet. Ansonsten, ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil so von den Bildern, was ich gesehen hatte, sah das halt wesentlich besser aus. Ich gehe nochmal ins Menü zurück, einfach um zu gucken, ob man sich wenigstens die Seite durchlesen kann. Weil es wäre halt... Da müsste es ja bei der Geschichte stehen. Das ist halt echt... Weiß ich nicht. Also dann würde ich wahrscheinlich das doch eher nochmal im Stream versuchen. Weil ich weiß, da gibt es auch Leute, die haben da ein bisschen mehr Geduld mit mir. Ich habe gerade jetzt in Let's Plays nicht so wirklich die Geduld. Und wir haben jetzt noch nicht wirklich viel geschafft. Insgesamt ist das vielleicht jetzt 8, 9 oder 10 Minuten Spielzeit gewesen von dem ganzen Spiel. Ich weiß auch nicht, wie lang das geht. Mit Sicherheit noch ein bisschen länger. Aber es ist halt gerade so... Ne? Ich meine, setz den Speicherpunkt, nachdem du wieder den Fahrstuhl verlassen hast. Das wäre dann okay, da kann man es dann immer wieder probieren. Es funktioniert aber absolut nicht mit dem Halt da drauf und das wird verschwinden. Davon gehe ich nämlich aus, dass ich die Lampe drauf halte und dass das Viech dann weggeht. Und das funktioniert halt gar nicht. Und ich glaube, ich konnte mich jetzt auch nicht großartig weiter fortbewegen. Jetzt will ich es aber doch noch eh mal wissen. Der letzte Mann auf Erden saß alleine in meinem Raum. Jemand klopft an die Tür. Die haben auch da schon Sixth Sense, das werde ich wahrscheinlich nicht mit reingenommen haben. Die haben auch Sixth Sense mit angebracht, was... Guillermo, are you okay? Did you get it? Ja. Ist alles gut. Geh da jetzt noch eh mal hin. Es ist schon ein bisschen... Sagt, das meiste, was du gesehen hast, eigentlich vom Trailer-Material oder so, was ich zumindest gesehen habe, waren halt, auch möchte ich bald sagen, dass das bei dem Spiel war, mit auch teilweise gruselige Puppen und sowas. Und dass halt Zeug auch ein bisschen durch die Gegend fliegt, so Paranormal Activity-mäßig. Das wird wahrscheinlich alles noch kommen, aber momentan ist halt so, ne. Besonders wenn dich halt ein Viech verfolgt, was du meiner Meinung nach nicht besiegen kannst. Beziehungsweise jetzt noch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der da Probleme mit hat. Das Ding ist, hier kommt das Viech zum Beispiel auch. Aber man kann einfach weglaufen. Ja, das ist das, ja. Deswegen, ich wollte bloß mal gucken, ob ich mir jetzt nochmal einen Weg einbringen kann, sobald das losgeht, wo ich dann mehr oder weniger wieder zurücklaufe, dass das Viech dann weg ist. Weil wir hatten auch einen schönen Raum gehabt. Mutti, kommst du bitte? Wir hatten ja auch einen schönen Raum gehabt mit einem grünen fliegenden Stuhl. Hey, are you okay? What the fuck was that? Und da kann ich so mal sagen, das war ja relativ, also es war nicht auf Steam, da hat man glaube ich mit Sicherheit mehr Reviews oder so, wie es da bewertet ist. Hier zumindest waren glaube ich bloß 8 Bewertungen und es war halt ausgeglichen, irgendwie bei 2,5 Sterne oder 3 Sterne, keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen. Soll es nicht. Aber es ist noch, ist es wenigstens nicht der größte Reitfall, den ich schon mal hatte. Der war nämlich, glaube ich, Sohn. S.O.N. Wo schon die Beschreibung sehr dreist war und was angepriesen wurde mit das beste Erlebnis und hast du nicht gesehen und eine unglaubliche Atmosphäre und lalala und innovatives Gameplay. Im Endeffekt hast du nichts anderes gemacht wie hier. Das ganze Ding ging eine Stunde oder ein bisschen mehr wie eine Stunde und hat 15 Euro gekostet. So. Jetzt habe ich da nochmal drüber gelabert, dann haben wir auch eine halbe Stunde voll. Aber das ist halt echt schade. Da bin ich dann enttäuscht, ehrlich gesagt, von sowas. Da war halt Slender 8 Pages auch besser, auch wenn man die nicht besiegen konnte. Ich will mal was gucken, wo wir uns zurückziehen können oder bis wohin. Oh, warte mal, hier geht. Lass uns wenigstens nochmal hier unten gucken, ob wir hier unten weiterkommen. Ob ich da noch irgendwas finde. Weil es kann halt sein, dass das Viech wiederkommt.
Weißt du, mach doch einfach sowas. Das ist doch nett. Ich habe noch ein Page 2 gefunden. Das ist doch nett. Wer braucht's doch gar nicht. Und ich habe zu spät angefangen zu rennen. Nee, also man sieht, es geht noch ein bisschen weiter, aber immer wenn der Typ kommt, vielleicht soll das der Vater von Allison sein oder so. Und man kann halt die Diary Pages nicht lesen. Das ist so schade, weil das ist das Einzige, wo ich sage, jo, das wäre interessant für mich, die Pages zu lesen. Und jetzt sind wir halt wieder hier. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es wirklich bloß diesen einen Speicherpunkt gibt. Und wenn du hier nicht rauskommst oder wenn du das nicht so weit überlebst, dann hast du keinen weiteren mehr. Du musst jetzt die ganzen Diary-Sachen suchen. Vielleicht sind es halt wirklich 8 Pages. Da müsste ich mal spaßeshalber nachgucken. Und das war's dann. Das wäre dann halt echt ein bisschen schade. Juli, dann ist es jetzt doch bloß ein Let's Test geworden. Wie gesagt, es könnte ein bisschen nervig sein. Ich glaube, man schafft das schon, wenn man weiß, okay, wo der Typ ungefähr spawnt, wo man hinlaufen muss. Ist halt ein Lernprozess-Ding. Aber als Let's Play für mich eher, leider. Muss ich mal gucken, was ich noch habe. Wie gesagt, ich habe mir für PlayStation einiges geholt, was dann halt dementsprechend schon wahrscheinlich älter wird, weil es eh schon alles auf Steam oder so gab. Ich habe mir bei Steam auch einiges geholt, aber ich wollte ja wegen Don't Be Afraid nicht zu viel machen, in der Hoffnung, dass das sich nicht noch weiter verzögert. Ansonsten, es wurde sich auch noch ein Silent Hill Teil gewünscht. Vielleicht auch der. Wir gucken einfach mal. Alles klar, vielen Dank trotzdem fürs, nicht einschlafen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao.